wurden angegriffen. Penis, Betrugswarnung, Fernseher. Hey, Mom, hast du irgendwen wegen dem Fernseher angerufen? Nein, ich habe niemanden angerufen. Okay, komisch, weil hier ein Typ war, schwarz mit Redlocks, hat die Antenne repariert und meinte, bezahlt ist schon. Der Fernseher macht jetzt komische Geräusche, aber funktioniert wieder. Hast du ihn reingelassen? Wow, ich habe einen Idioten in die Welt gesetzt. Hab einen Vollidioten gefunden, der hatte irgendwas an der Antenne, das unser Signal gestört hat. Wer? Kein Plan, irgendein Typ halt. Und was mit der Antenne? Habe ich abgebaut. Drohnen-Quick-Hacks müssten jetzt wieder gehen. Kann denn der Fernseher noch funktionieren, wenn er die Antenne abbaut? Hä? Hat ja gar keinen Sinn. Ah ja. Mist. Noch ein Router. Swedenborg scheint ja viel Wert auf Privatsphäre zu legen. Oh, dachte, du redest nicht mehr mit mir. Ist ja nicht so, als hätte ich eine große Auswahl an anderen Gesprächspartnern. Wird mir ja deine Erinnerungen reinziehen, aber ich will nicht über deinen Hippocampus reiern. Aber mach du dich nur ans Hacken oder was auch immer du sonst vorhattest. Bitte, lass uns vorankommen. Manche Rezepte bekommst du von Waffenhändlern und manche findest du einfach so, aber normale Waffen kannst du nur auf 5 aufwerten und nur Iconics auf 5 plus plus. Ich hab halt, ich kann immer noch nicht reingucken. Okay. Sima. Wissen, wenn ich jetzt mich wieder verklicke. Ich bin so dämlich, Alter. Ich wollte hier unten reinklicken. Mann, bin ich dumm. Ich hab gedacht, Waffenhändler verkaufen eigentlich nur Scheiße, deswegen bin ich eigentlich so gut wie nie da. In der Regel habe ich bessere Waffen, als die verkaufen. Ich kann die Nachricht nicht lesen, warum? Irgendwie noch im Kampf, aber ich weiß nicht warum. Alle umgebracht. Ich habe mal einen Start nochmal neu. Ende da. Änder sind auf jeden Fall ziemlich unnötig, bis auf die Rezepte. Hm. Das haben wir irgendwie gedacht. So. What the fuck, warum... Also ich finde es halt spannend, dass so lange nach dem Release Cyberpunk immer noch ein bisschen doll verbuggt ist. Schon 100 Stunden gespielt, ne?
Jetzt geht's. Die Straße und Sterne stets von Dunkelheit umhangen. Unterwegs zum Kollektivismus führt durch das Meer aus Blut. Wirst du den Schwanz einziehen und dich wieder an die Leine der Konzerne nehmen lassen? Das Signal führt weiter. Zu einem anderen Terminal. Ich glaube, dich verarscht hier jemand wie. Folgst der Spur eine Weile, verbindest die Punkte auf einer Karte und am Ende wird ein Schwanz draus. Das wäre wohl genau dein Humor, nicht? Na klar doch. Außerdem wäre der Schwanz das erste Werk von Swedenborg, das wenigstens mal Sinn macht. Natürlich würde er dem Ganzen irgendeinen affigen Namen geben. Sowas wie patriarchischer Phallus toxischer Maskulinität. Was meinst du? Ich meine, wir sollten gehen. So. Schön, dass das Spiel mich mal aus der Dauerschleife gelassen hat. Wollen wir die Tarotkarte scannen? Ich verfolge das halt immer nicht, aber wenn ich hier schon mal in der Nähe bin. Ist ja quasi auch eine Quest. Wobei es manche Händler gibt, die dir auch XP-Shards und so verkaufen. Für die, die mit der Pille auf der Karte angezeigt werden, hoffe ich erkläre nicht zu viel. Gehört teilweise auch zum Spielspaß, was zu entdecken. Ah, alles gut. Allein wenn du nicht die Quest spoilerst. Das macht schon. Der ist schon in Ordnung. Oh. Tarotkarte. So. Weiter geht's. Kommt kein Auto her, oder was? Vielleicht wäre es auch mal sinniger, Offroader zu nehmen. Wo ist denn eigentlich? Ach, hier geht's noch weiter. Ich bin ja bescheuert. Von der Walachei. Warum? Eine Story würde ich nicht spoilern wollen. Okay. Das wäre dann schon assi. Aber sowas passt schon. So, kann leider das Konseco-Zeichen nicht anmachen, weil die Klimaanlage Steckdose belegt. Aha. Oh, Kacke. Ist die Aufnahme zu starten, weil ich ein Idiot bin. Du kommst näher, du siehst mehr. Das Nirvana des Marxismus, des Swedenborgismus ist im Greifen nahe. Nur noch ein letzter Schritt, sei tapfer. Oh Gott. Und? Führt das Signal woanders hin? Yep. Hey, vielleicht ist das so eine Art Lektion von Swedenborg. Das Leben ist immer in Bewegung. Scheiß auf das Ziel. Der Weg ist das, was zählt. Ja, da wäre immerhin was dran. Verdammt nochmal, wie? Das ist doch Philosophie für Kleingeister. Hast du noch nie ein Buch gelesen? Nein, ich will die Antwort gar nicht wissen. Wo führt denn die nächste Spur hin? Zum Yoga-Unterricht oder in ein tibetanisches Kloster? Nein, zu einem Vergnügungspark. Aha, wird ja immer besser. Nun. Jetzt haben wir noch nicht gefressen, die verstehen die Welt nicht mehr. Und vor 3 Stunden Futter kriegen müssen. Aber meine Freundin hat es nicht geschafft, sie zu füttern. Wow! Bevor es los ist. Da werde ich mir schon was anhören können, warum ich die Katzen nicht gefüttert habe, aber wenn es noch länger dauert, bin ich eh schon im Bett, bevor sie nach Hause kommt. Kann ich rüberspringen? Das
ist eine Wand. Warum? Unsichtbare Wand. Das ist ja richtig oldschool. Vergessen, wo die Leiter war. Da. Wollen wir denn jetzt zu Tode stürzen oder was? Mal ganz was Neues. Eieiei. So, ist dann Schnellreisepunkt? Natürlich keiner. Auf die Decken von den Biotechniker-Zelten kommt man nicht drauf, deswegen wahrscheinlich die unsichtbare Wand. Ach, schon komisch, ne? Ich meine, was sollte man jetzt machen? Oh Scheiße. So, meine Freundin ist gleich da. Ich werde nicht mehr zu lange machen, ich mach gleich erst mal fertig und dann muss ich auch ins Bett. Oha, au, au, au. Das sieht noch verhältnismäßig gut aus. Und nochmal was, wenn man mit der Außenansicht fährt, ne? Normalerweise fahre ich ja mal in. Für den das Feeling. Wahrscheinlich wollen die Entwickler dann nicht mehr viel Mühe machen und haben einfach die Kanten ein bisschen in den Himmel gezogen, anstatt entlang der Zelte selbst. Die Frage ist, warum man überhaupt nicht da rein darf, also rauf darf, was soll man da machen? Hüpft auf Zelten rum. Und natürlich konnte ich mal anhören, wie, du hast die Katzen auch nicht gefüttert. Ich wusste nicht, dass sie nicht gefüttert werden wurden. Ja, Wahrheit, denke ich. Jetzt nochmal übelst was zu bringen. Ja. Bites oder Carlsons? Hey! Die staunen halt immer wieder, wie abgefuckt Night City ist, ne? Die Spur endet hier. Soll das heißen, der Arsch versteckt sich irgendwo hier? Vielleicht. Oder wir finden noch ein Terminal. Mal sehen. Komischer Ort. Passt irgendwie zu dem Typen, den wir suchen, oder nicht? Warum? Weil das hier ein Sinnbild für Spätkapitalismus ist? Billige Unterhaltung für hirntote Lackaffen. Das meine ich. Warte, was ist denn das? Wonach sieht's denn aus? Swedenborg Riviera. Ha! Seht her! Seht euch den Propheten von Night City an! Das ist zu geil! Ein Philosoph in der Kiste! Das ist doch gleich kotz. Gib ihm ein paar Eddies. Ich will wissen, was er sonst noch sagt.
Du wirst einen attraktiven Lobbyisten kennenlernen, wenn du am wenigsten mit dem Klassenkampf rechnest. Die Produktionsmittel gehören rechtmäßig dem kollektiven Unbewussten. Schauen Sie doch an, wo man in Night City ist. Es gibt auch schöne Ecken, das stimmt, aber im Pazifik hat definitiv keine schöne Ecke. Kapital ist ja auch die Hintergrund, nicht so, die man erfährt, wenn man die Story in Animals war. Wie ist das überhaupt möglich? Cool. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber scheiße wie. Wie abgefahren ist das denn? Das halbe Net dreht durch und geilt sich an billigen Weisheiten auf. Und das alles kommt von einer schäbigen Puppe, einem scheiß Glaskasten. Oh Mann, ich sag dir was. Diesen Moment waren die 50 Jahre Seelenknast echt wert. Ich will mal nachsehen, ob jemand an dem Ding rumgespielt hat. Dein Ernst? Meinst du, du hast es hier mit einer Puppe zu tun, die gerne ein echter Junge wäre? Guck mal, jemand hat Swedenborg ans Net angeschlossen. Worauf wartest du dann? Sieh nach, was du sonst noch rauskriegen kannst. Eben A. Was eben A. Überhaupt möglich? Manche Sequenzen sind fies, aber ich sehe die Lösung. What the fuck? Ja, ich kann es einmal, glaube ich, verscheißen. Dann schiebt sie es einmal. Ich würde halt hier anfangen. Warte mal. Warum bin ich bei sowas immer blind? 7a, 7a, in mein. Also, ich müsste von hier oben kommen, ne? 7a, 7a, in 9. Das überhaupt? Und hier, 7a, 7a, in 9, 1, 10, 10, okay. Nee, geht auch nicht. 9, dann ist es hier 1C. Muss hier hoch und runter gehen. Ja, die Zuschauer, als Zuschauer sieht man immer mehr, habe ich das Gefühl. 7A.
Hier muss ich hin. Okay, ich hab's, glaube ich. Alter! Puh, das ist auf den Abend, ey. Hä? Ich hab mich doch in den Hut reingehackt, oder nicht? War das falsch? Hä? War doch richtig, oder nicht? Alter, was zum... Scheuert? Muss ich mich mehrmals da reinhacken, oder was? Oder war ich einfach zu dämlich? Ernsthaft? Es war doch 55 zum Schluss. Geil, ich mach's gerne nochmal. Okay, warte, ich hatte es, glaube ich, gerade. A, 7a, E9. Ich habe mich verklickt. Strengen Door. Ich hatte es doch gerade gehabt, dachte ich zumindest. BD. NC. Dinger sind drei her. NC. Also, wenn ich mich einmal verklicken kann, ED1C, D1C, E, also E, N, C, E, D. Warum kann ich mich... Ich dachte, ich kann mich einmal verklicken. Ja, es ist nicht so viel auf den Abend, ne? Ich hab das vor allem gehabt, ich hab mich einfach verklickt. Oder war nicht schnell genug, wer weiß. A, E9. A, 7A. F. C. Da, E9. Ja, das wird jetzt natürlich spannend, weil ich jetzt genau das E9 dann nochmal nehmen würde, ne? Macht eine Schleife, Alter. Wieder viel zu offensichtlich, die Scheiße.
Ich versuch's einfach mal. Nee, kann ich nicht, weil ich mich ja gleich am Anfang schon verdrücken muss. Das ist mir echt zu hoch, ne? Immer? E9. Ich müsste eins von den E9s unten nehmen. Ja, auch noch keine Lösung. Ja, ich, dass ich keine Lösung sehe, ist mir klar. Ich bin ganz schön durch irgendwie. Komm nicht bis zum Ende durch. Versteh's nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit gerade. Jetzt ich hab gar nicht geklickt. Ich habe eigentlich nicht auf das Zahlenfeld geklickt, aber ist okay. Ja, dann bist du sicherlich bereit für die nächste Runde. Ingo. Alter, kann doch wohl nicht sein. Mann, ich habe hier drauf geklickt und er hat einfach irgendwas angewählt oder was? Eine Scheiße, war denn das jetzt? 55, 7a. BD 7A und dann das könnte ich jetzt habe ich jetzt mich jetzt vertippt, ne, BD 55 A BD A 5 4 C 55 A C. Der ist geschenkt, ja.